Die deutsche Fußballnationalmannschaft wendet mit einem dramatischen 2:1-Sieg gegen Schweden das vorzeitige WM aus ab. Nach dem Spiel findet Matchwinner Toni Kroos deutliche Worte. Die Stimmen zum Spiel. Joachim Löw, Bundestrainer: Der Sieg kam glücklich in der Nachspielzeit und in Unterzahl zustande. Letztendlich war es schon auch verdient, weil wir an uns geglaubt haben, dran geblieben sind. Wir haben eine gute Moral bewiesen. Eigentlich hatte Schweden nur zwei Möglichkeiten. So ein Fehler passiert auch einem Spieler wie Toni Kroos. Ich freue mich sehr, dass er dann das Tor erzielt hat. Heute haben wir bei weitem weniger Fehlpässe gesehen als gegen Mexiko. Bei unserem offensiven Drang kann ein Fehler immer zu einem Gegentor führen, Toni Kroos, Deutschland. Über das Spiel: Wir haben erneut die Phasen, in denen wir richtig gut waren, nicht gut genutzt. Wir haben das Spiel versacken lassen, auch nach dem Ausgleich. Im Moment überwiegt die Freude. Wir wurden viel kritisiert, teilweise zu Recht. Manchen in Deutschland hätte es gefreut, wenn wir heute ausgeschieden wären. Über seine Leistung: Das erste Tor geht auf meine Kappe, das kann aber passieren, wenn man im Spiel 400 Pässe spielt. Dann muss man in der zweiten Halbzeit auch die Eier haben, es so zu spielen, wie ich es getan habe. Marco Reus, Deutschland: Wir haben bis zum Schluss noch dran geglaubt. Wir haben trotz der Unterzahl nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Zu Tones Freistoß muss man nichts mehr sagen, das war Weltklasse. Viele Tore bei dieser WM fallen nach Standards. Es ist schwer zu sagen, warum wir die Fehler machen. Toni hat seinen vor dem 0:1 wieder ausgebügelt. So muss das sein. Größer als Kalovo.de bietet dir in Kooperation mit Sport.de den kompletten WM-Spielplan kostenlos und ohne Anmeldung direkt für deinen Kalender. Thomas Müller, Deutschland. Über das Spiel: Wir haben alles reingelegt und wurden dafür am Schluss in Unterzahl belohnt. Wir haben nicht aufgegeben, wollten bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Manchmal wird man dann eben belohnt. Wir haben gewusst, dass Schweden durch unser Spiel müde wird. Wir haben nicht alles perfekt gemacht, das Gegentor war nicht eingeplant. Über die Bedeutung des Sieges: Jetzt sind wir im Turnier, das Spiel kann ein entscheidender Wendepunkt sein. Gerade fliegen die Schmetterlinge im Bauch. Es war eine andere Körpersprache auf dem Platz als gegen Mexiko. Wir wollen aber mit dem Ball noch besser spielen. Möglich ist in diesem Turnier alles, vom Worst Case bis zum höchsten der Gefühle. Oliver Bierhoff, Teammanager: Tolle Moral. Tolle Reaktion mit einem Mann in Unterzahl. Die Mannschaft lebt, sie ist intakt. Wir haben den Willen und eine hohe Qualität. Der breite Kader mit vielen guten Spielen wird uns helfen. Janne Andersson, Trainer Schweden: Einige der Deutschen fingen an zu feiern, indem sie in unsere Richtung liefen und Gesten zu machen. Das hat mich sehr geärgert, das war respektlos. Wir haben 90 Minuten gekämpft, wenn dann der Schlusspfiff ertönt, schüttelt man sich die Hand und verhält sich nicht so. Ich habe mich wirklich sehr darüber geärgert. Wir haben 95 Minuten gekämpft, stehen aber am Ende mit leeren Händen da. Das war sehr enttäuschend. Die TV-Bilder haben gezeigt, dass es in der ersten Hälfte ein Elfmeter hätte für uns sein müssen.